Prima. Hey, das Auto piepst sonst bei jedem kleinen Scheiß und jetzt bleibst du einfach mitten auf der Straße stehen, ohne Vorwarnung. Ich habe auch keine Ahnung, was das soll. Ja, laufen wir doch zum Tatort, ne? Charlie? Was? Ach, nix. Alles gut. Mann, der Tag fängt gut an. I love it. Hey. Hey. Heute mal zu Fuß unterwegs? Frag lieber nicht, mein Freund. Oh, ist heute Tag der Autopanne? Unfall mit Fahrerflucht? Hi. Es war kein Unfall. Ach du Scheiße. Das war Mord. Oh. Liegt ein Portemonnaie. Also Geld ist nicht drin. Entweder hat er keins dabei gehabt oder... gestohlen. Genau. Vielleicht ein Raubmord? Möglich. Hier in der Pampa gibt's ja immerhin keine Zeugen. Sein Ausweis. David Jarolim. 52 Jahre alt. Kommt aus Ismaning. Alles klar? Wir werden beobachtet. Stimmt. Hey, kommen Sie mal raus! Hey, Polizei, stehen bleiben! Stehen bleiben! Hey, so, schön ruhig, mein Freund, schön Sprechen ruhig. Sie Deutsch? Verstehen Sie mich? Ja. Was genau haben Sie an Stehenbleiben nicht verstanden? Okay, aufstehen. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts gemacht. Haben Sie einen Ausweis dabei? Nein. Kein Ausweis? Okay, drehst du dich jetzt mal hier hin? Hände gegen den Baum? Irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei? Alles klar. Oh, ist aber ein Batzen Kohle. Ist das Ihr Geld? Ja. Nein. Ich meine, ich wollte es der Polizei übergeben. Vor der Sie weggelaufen sind? Ich habe dem Kerl nichts getan. Okay, bin ich jetzt mal auf Ihre Geschichte gespannt. Jetzt können Sie umdrehen. Was ist passiert? Ich lebe hier. Vor ein paar Stunden, da hörte ich diesen Streit. Und hier ist es immer total ruhig. Und dann sehe ich nach. Und dann ist da diese Hammerblondine und der schießt einfach den Kerl. Was für eine Blondine? Geht's ein bisschen genauer? Alter, Größe? Eine Blondine. Kollegen? Hier, die Waffe lag im Handschuhfach des Opfers. Wahrscheinlich gehört sie Jarolim selbst. Ich würde sagen, da haben unsere Freunde von der Ballistik noch einiges zu tun. Ja. Der Kollege nimmt Sie mit aufs Revier, nimmt Ihre Aussage auf und prüft Ihre Identität. Kommen Sie. Danke für die Hilfe. Okay. Boah, der stinkt zwar stärker als eine Schnapsbrennerei, aber ich habe das Gefühl, er sagt die Wahrheit. Mhm. Ich informiere erstmal die Spusi, bevor wir uns um die Angehörigen kümmern. Ach, und Charlie, wasch dich mal wieder. Ja? Frau Jarolim? Ja? Stehler mein Name. Von der Kripo, meine Kollegin Fuchs. Rita? Charlie? Friedrich-List-Gymnasium? Ganz genau. Ihr kennt euch also, ja? Ja. Mit schade, dass wir uns aus den Augen verloren haben. Ja. Rita ist damals weggezogen und der Kontakt ist dann irgendwann eingeschlafen. Ach, das ist schön, hier dich zu sehen. Ja. Rita, können wir drin reden? Soll ich dir ein Glas Wasser holen, Mama? Nein, danke, es geht schon. David und ich, wir haben uns vor einigen Jahren auf der Weihnachtsfeier unserer Firma kennengelernt. Er war sturzbetrunken, aber er hatte diesen rauen Charme. Mir ging es damals nicht so gut. Ich hatte eine heftige Scheidung hinter mir und Celine war noch sehr klein. David hat uns dann sofort bei sich aufgenommen. Wie lief eure Ehe so? Wie halt so eine Ehe läuft. Mit viel Höhen, viel Tiefen. Es tut mir so leid. Danke, dass du da bist.
Frau Jarolim, wir haben im Wagen Ihres Mannes eine Waffe gefunden. Könnte das vielleicht mit den besagten Tiefen zu tun haben? Nein, das war eine andere Sache. Es gab da diesen Typen, Tim Faller. Das ist schon Monate her. Wir kannten uns von einer Party. Er hat Celine nicht mehr in Ruhe gelassen. Er stand sogar nachts vor ihrem Fenster. Ich habe ihm sogar gesagt, dass ich nichts von ihm will, aber irgendwie hat denn das nur noch mehr provoziert. Diese Augen von dem Kerl. Ich habe noch nie so böse Augen gesehen. David meint, er wird sich um den Kerl kümmern. Rita, ein Zeuge hat am Tatort eine blonde Frau gesehen. Hatte dein Mann irgendwelche Affären? Eine blonde Frau? Nein. Wenn mein Mann was mit einer anderen gehabt hätte, hätte ich doch gemerkt. Er konnte noch nie gut lügen. Wie ging es mit diesem Faller weiter? Gar nicht. Nachdem David meinte, er wird mit ihm reden, haben wir nichts mehr von ihm gehört. Rita, ich verspreche dir, wer auch immer das dein Mann angetan hat, wir tun alles, was in unserer Macht steht, um den Mörder zu finden. Der Name unseres Obdachlosen ist Rick Karan, 35 Jahre alt, seit 2 Jahren obdachlos. An seiner Kleidung wurden keinerlei Schmauchspuren gefunden. Also für mich kommt er nicht als Täter in Frage. Mhm. Soll ich später noch mal wiederkommen? Nee. Ach, den hat Philipp mir aufgezwungen. Soll ungemein beim Entspannen helfen. Und hilft's? Sieht nicht entspannt aus. Also, die Ballistik sagt, Jarolim wurde mit einer 45er Glock erschossen. Nur seine kann's nicht gewesen sein, weil der hat eine 38er. Verflucht. Wärst du jetzt lieber alleine? Das darf doch nicht wahr sein. Also wenn Sie irgendwelche Informationen für mich haben, dann rufen Sie mich gefälligst zurück. Huiuiui. Charlotte? Dieser Faller ist einfach nicht auffindbar. Möchtest du vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen? Nee, schon okay. Versuch's doch mal hiermit. Das entspannt echt ungemein. Wirklich. Okay, Leute, gehen wir es nochmal durch. Dieser Jarolim, der bedroht den Stalker seiner Tochter und der will sich rächen. Er schickt seine Komplizin, diese Hammerblondine und die simulierte Autopanne. Ja. Jarolim hält an, steigt aus und will helfen. Es kommt zu einem kurzen Wortgefecht und er wird erschossen. Aber wer würde für Falle einen Mord begehen? Ja, Naseband? Ah ja, ja. Sehr gut. Weiß ich Bescheid, ja. Ich sag dir das. Ja, ciao. Faller hat deiner Freundin einen Brief geschrieben. Okay. Ich bin schon unterwegs. Ich nehme Philipp mit. Ich habe deinen Stiefvater umbringen lassen, aber eigentlich wollte ich dich tot sehen. Liebe Grüße, Tim. Faller. Dieser Mistkerl wird uns nie in Ruhe lassen. Keine Sorge, wir werden einen Streifenwagen vor eurem Haus postieren, bis wir Falle haben. Kommst du mal kurz? Ja, entschuldige mich kurz. Sag mal, warum gesteht der Falle so plötzlich den Mord? Obwohl er nicht mal weiß, dass wir gegen ihn ermitteln. Macht das Sinn für dich? Mhm. Mal angenommen, er spielt mit uns. Der Brief hatte keinen Absender und er war auch nicht frankiert. Er muss ihn also persönlich eingeworfen haben. Oder Komplize von ihm. Sorry. Hallo, Micha. Aber das... Wir haben den Brief und... Alles klar. Ich sag Philipp Bescheid. Danke dir, Micha. Was läuft? Sie haben Faller. Ja, dann fahren wir direkt aufs Revier. Er ist nicht auf dem Revier. Sondern? Er ist seit 2 Wochen in der psychischen Anstalt. In der Psychiatrie? Ja, anscheinend ist er psychisch auffällig geworden, hat eine Frau angegriffen. Er wurde zwangseingewiesen in die geschlossene, mehr weiß ich auch nicht. Machst dir was aus, wenn du in die Psychiatrie fährst und mit Faller redest? Ich bleib bei Rita, bis der Streifenwagen da ist. Alles gut, so machen wir's. So, Sie müssten alles rauslegen, Herr Kommissar. Auch Schlüssel, Handy, auch alles muss raus. Ja, Pavel?
Gürtel auch. Ist das wirklich notwendig? Ja, das ist bei uns Protokoll, ganz besonders hier in der geschlossenen. Können Sie mir denn etwas zu dem Brief sagen? Sie meinen, ob Faller den Brief jemandem zugesteckt haben kann? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Unsere Patienten werden alle kontrolliert, ganz besonders Faller. Besonders Faller? Schauen Sie, der Faller leidet an einer ganz besonderen Art von Wahnvorstellung. Das heißt, bei ihm äußern sich diese Wahnvorstellungen so, dass er regelrecht unkontrollierbare Gewalteruptionen hat. Ich bin wirklich 10 Jahre hier Anstaltsleiter. Ich habe in dieser Zeit nicht einen Patienten mit so einem Gewaltpotenzial erlebt. Und ich zeige Ihnen mal was. Faller war einen Tag hier. Da hat er einen Mitpatienten so zugerichtet. Oh mein Gott.